number one. Zwei Sachen. Erstens machen wir jetzt einen Schulausflug, und zwar in Kunst. Und ich vlogge das. Und das seht ihr jetzt. Und später seht ihr dann noch so den Rest, was ich in letzter Zeit in der Schule gevloggt habe. Ich habe gerade die Wäsche gemacht. Die graue Wäsche. Habe ich gerade schon die Wäsche da reingetan. Nach links 40 Grad. Naja, und dann anmachen. Fahren wir nach Düsseldorf. Lisa! Und was machen wir heute? Wir sind heute im Museum und von hier sind die Lisa und die Stacy. Ich muss sagen, wenn es zu eng ist, ne? Oh, nicht zu eng. Aber nicht zu locker. Wie fühlen Sie sich mit Ihrem neuen Armband? Ich finde das voll geil. Wie fühlen Sie sich mit diesem schicken T-Shirt? Ich finde, also es ist halt ein bisschen noch enger als mein T-Shirt. Also, hi, Lisa, das ist mein Hair. Chilling with the boys and girls. Lisa. Weiß ich nicht, weil das zwei Sachen aufstehen. Warum? Für ein neues Bild. Da hast du das Blatt erwischt. Also wir sind jetzt im Museum und hier ist ganz egal. Wir haben fancy Stühle. Sieht so aus, als würdest du ein Selfie machen. Ich habe ein Bild gefunden, das mich verwirrt. Hier steht Tavies Tango ABDAZ. Verstanden? Notiert. Dieses Bild ist ein Bild, das uns verwirrt. Und jetzt setzen wir hier auf unseren Klappbarenstühlen und reimen den Titel und den Namen des Bildes auf. Stacy, du fandest das Bild toll, ne? Ich finde das Bild von Max Ernst toll. Mach das Bild. Da sind wir. Jetzt geh mal drei Schritte zurück. Und jetzt wieder 6 nach vorne. Oh mein Gott. Das ist Kunst. Kennst du Schiegelbilder? Was? Was ist das? I'm confused. Mhm. Was ist das Kunst? Hör mal da. Was ist das? Hey girls. Girl. Hey girl, so we are talking about separate pictures right now. We want to take a Polaroid picture later on. This is a really pretty one. And now this is an art. Lisa, du bist Kunst. Du auch. Und ich auch. Und jetzt nicht mehr. Warum sollten wir, wenn wir Englisch reden, intellektuell? Da komme ich intelligenter rüber. Wie A so sagen würde. Eine gebürtige Intelligente. Schlechter als 3. Das ist, ich finde das toll. Fehler. Oder der hat gesehen. Oder der hat einfach nur richtig nett bewertet. Also, wir haben jetzt gerade ein Follow-up-Bild gemacht. Und das war so awkward und peinlich. Ich habe mich nämlich mitten in den großen Raum auf den Boden gesetzt. Ich gucke jetzt gleich mal, wenn das Bild entwickelt ist. Und vielleicht machen wir noch eins. Was ist los, Lisa? Hm? Was ist los? Was? Was ist los? Ich muss nach Hause. Okay. Ich fand unseren Besuch im Museum sehr cool. Und zwar finde ich, dass das Licht vor allem hier sehr beruhigend ist. Ich würde jetzt eigentlich... Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt noch länger bleiben? Ich bleib noch. Lisa. Tschüss. Ich finde das Bild ist total cool. Ich gucke mir das jetzt an. Ich verstehe nicht wirklich, warum das Kunst ist. So, klar, es sind Goldplatten, aber why? Unser Kunstlehrer hat uns das eben ganz gut erklärt. I wish one day. But for now, we've just gotta stay with this quality. Ich war jetzt gerade bei Saturn und ich habe mir Kameras angeguckt, die voll cool waren und Kopfhörer.
so als Weihnachtsgeschenk. Die Kamera würde ich mir, glaube ich, als nächstes Jahr wünschen. Weil jetzt tut es mein Handy auch und das finde ich auch gut. Jetzt habe ich mir einen Crepe geholt und das Ding ist halt, irgendwie dachte ich mir so, ich brauche keine Verpackung. Deshalb habe ich jetzt nur aus so einer Serviette, weil das war mit Plastik. Und zwar erst heiß, aber dann ist es abgekühlt. Also denke ich mir so, das kann ich mir sparen. Jetzt laufe ich zu meiner Mutter und dann nimmt die mich mit nach Hause. Christmas. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass so der Typ meinte einfach so, ja, oh, finde ich eigentlich gut. Das ist der Erste, der das so gemacht hat, also das so, ne, dieses Ding zu nehmen. Und ich denke mir so, why not? Und dann war der einfach voll cool. Der hat mir so, das hat 3,50 Euro gekostet und ich hatte nur 3 Euro. Und es war so, der hat mir das gegeben. Oh Gott, willst du was sagen? Also, hey, sind wir beim Morning Briefing. Genau, mit der Rebecca, aber die zeigen wir euch jetzt nicht. Wir sind ein bisschen kamerascheu. Ja, aber sie ist super cool. Roomtour machen. Also, hier ist unser Garderobenständer. Hier sind unsere Blinds. Ja. Hier ist der Computer. Hier jetzt arbeiten wir. Jetzt machen wir rein filmen. Okay. Okay. Mama wird voll überfordert sein. Oh, da steht sogar cool. Hi Mama. Meine süße Kleine. Ahora tenemos que escribir un texto sobre las personas. Tengo mi text markers muy chulo, son de Stabilo. Oh, ich muss schreiben, ich bin jetzt schon zu langsam. Oh, ich hasse es, wenn Lehrer so schreiben, dass man nicht lesen kann. Das sind 5 Gründe. Yeah, Diktionarios. Ich google jetzt mal, richtige Arbeit hier, Lebensabschnitt. Gibt's Raten? Wieder Separato, L-E-B. L-E-H-L-E-G. Lebensabschnitt da. Periodo M de la vida. Was bedeutet M? Periodo de la vida. 18. A period in my life. Hi guys, this is Arsu. And someone just lost their pay. And we had a very boring lunch break. Lisa hat blaue Haare. Das ist doch eine schöne Mathe. Und ich gehe jetzt mal raus. Und es ist dunkel. Are you fucking kidding me? Es ist einfach dunkel. Hast du dir das Video To Go angeguckt? Das ist so mit Playmobil-Figuren. Sarah. Das ist voll komisch, wenn du voll lange das gleiche Wort sagst. Sarah. Guck mal, wir sind Ying und Yang. What's up, Barbara? Guck mal, wir haben Black and White and Black and White. Was hast du für eine Sockenfarbe? Schwarz. Ich hab eins! Ich bin halt echt Ying und Yang. Ich bin Möbius, ich trage eine Neon-Gelb-Korthose, eine orange und Strickpullover. Und ich hab mein Zettel. Türkis ist mein Kartoffel. Und habe einen pinken Fuguila. Ich bin 12 Jahre alt und Albert Weinstein. Dann fangen wir mal an. Biester. Gefangen. Ich will ja gar nicht fliegen. Möbius. Ich finde nicht die Physiker im richtigen staatlichen Laboratorium. Die Frage ist nur, wer zuerst in die Kamera kommt. Sie wünschen dieses Glück vor ihrem Geheimdienstkind. Zukunft ist mir jeder Generalstab gleich heilig. Hey Girls, it's Miriam. Ich schreibe jetzt eine Kunstklausur, die ich gar nicht schreiben will. Ich würde viel lieber in den Unterricht, den ich damit verpasse. Ich habe heute voll den krassen Traum gehabt. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, hier sind die Bilder von dem, was ich aufgeschrieben habe. Meine Schrift und Rechtschreibung ist miserabel. Ich habe Kunst geschrieben und oh mein Gott, ich habe ja sowas von verkackt. Das hier ist schön. Ein schönes Herbstblatt. Wir müssen jetzt Objekte für Vergänglichkeit finden. Wir haben gerade die Kunstklausur geschrieben und jetzt haben wir doch noch eine Doppelstunde Kunst, wo ich keinen Bock drauf habe. Aber ja, müssen wir jetzt machen. Also, jetzt klauen wir ein Pokal für unser Kunstprojekt. Welchen Pokal sollen wir nehmen? Hier haben wir ganz viele Pokale. Wir hätten jetzt gesagt, wir klauen den. Der ist von 2019 und ist damit das Neueste. I'm scared. Dann klauen wir mal ein Pokal. Der Pokal, den wir geklaut haben, das ist ein 4. Da bin ich mitgeschwommen. Ich habe den Pokal mitgewonnen. Echt? Ja. Das ist für eine 4x50 Meter Kraustaffel. Ja. Jetzt sind wir im Vorbereitungsraum von unserem Kunstraum. Meinst du, ich kann das? So. Ich glaube, ich
Die Lisa, die liest jetzt erstmal ein Buch. Das danke für das schöne Buch, Miriam. Da steht sogar noch D-Mark-Preise. Wir zeichnen unser eigenes Stillleben. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt noch das Handy dazu. Und jetzt noch. Oha, guck mal, so mit so einem Licht sieht das voll cool aus. Und dann kommt das jetzt. So. Jetzt müssen wir unseren geklauten Pokal wieder zurückbringen. Jetzt sehen Sie ein Schauspiel, wie Miriam ein Schwimmpokal klaut. Run. Okay. Wird sie es schaffen? Ja, nicht. Dum, 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 dum. Oh mein Gott. Miriam, das ist so kacke, ne? Talking about like women, right? Yeah. You understood something. Du hört also, es geht Läuse rum. Ja, ja. Also ich habe so. McKellen, what do you say to Mr. Helmut? He's my biggest fan. Because she's native. You are like, he's gonna go take it all. Findest etwa, dass ich komisch aussehe? Sag mal, hackt's, Lisa? Ich sehe doch ganz normal aus. Siehst aus wie... Hallo. Ich mache jetzt eine Durchsage für die Schule. Zum Thema Wasserspender für unsere Schule machen. Die Umfrage beginnt heute und geht bis nächste Woche Freitag. Hey, stellst du das in deinem Blog? Weiß ich noch nicht. Ich habe auch einmal mit Aesthetic Guy gebloggt, aus Versehen. Stell mal vor, das sieht das. Pretty poor. Was haben wir gerade bekommen? Eis. Eis. Wie so kleine Kinder. Ey, warum ich? Nein, das kommt nicht in meinen. Das Ding ist so, ich habe mir einen Salat gemacht und wollte eigentlich so gesund sein. Miriam, ich sollte mal anfangen, deine Vlogs zu sehen. Wie heißt du? J-O-F und dann Miriam. Oh, das ist voll nein. Ja, dann? Echt? Ah. Who's this? Was? Meine Mutter. My mother has Facebook, but I don't, but she always shows me if she posts a picture. She shows me who liked her pictures, and then she's like, oh, you know this person? And what she also did, she installed an app to check my position. And you don't have a problem with that? No, I don't really have a problem with that, but the app sometimes isn't really working, and if I'm in Düsseldorf, it sometimes shows that I'm in the Rhine, or when I was at volleyball, it showed that I was on a graveyard, and then she was really scared. Warte, stell dich mal hin. Okay. Mach mal deine Jacke so zu. Also, das ist mein Boyfriend und er muss sich aber hier verstecken.